Quattro Colinas. Weiter geht's hier mit einer neuen Folge in The Hunter Call of the Wild. Und heute sind wir hier in Spanien unterwegs. Und was hatten wir zuletzt gesagt? Wir haben gesagt, wir pushen ein wenig das Bogenschießen. Und da bin ich jetzt übelst gespannt, ob wir mit dem Bogen hier auch auf Quattro Colinas klarkommen. Ja, wir legen einfach mal los, würde ich sagen. Schauen wir mal eben kurz auf der Map, welche Tiere wir denn hier drauf haben. Wir fangen an mit dem Feldhasen, der hier rumrennt, natürlich Klasse 1. Dann haben wir hier Reh, Mufflon, dann da den Ibex und noch ein Ibex, Gredos Ibex und Bescheite Ibex. Was sind die da, Alter? Die müssen wir uns erstmal im Detail eher näher anschauen. Stufe 3 bzw. Mufflon und die Ibexe 4 und 4. Und dann kommt noch der Ronda Ibex und der südöstliche Ibex. Aller komplette Ibex Area hier, alle Klasse 4. Und dann haben wir hier noch Wildschwein ebenfalls Klasse 4. Und dann geht es weiter mit dem iberischen Wolf, den hatten wir ja zuletzt auch schon. Und dem Rothirsch mit der Klasse 6. Und ja, da gehen wir rein. Wir gucken uns mal eben genau hier nochmal eben die Munition an und die Lockmittel. Ich rüste mich mal eben aus. Ja, und für die Map braucht man gar nicht so ganz viele Lockmittel, denn bei diesen ganzen Lockmitteln, die wir jetzt hier dabei haben, handelt es sich eigentlich nur um das Lockmittel fürs Reh. Dann haben wir ja Mufflon und die ganzen Ibexe, die fallen alle weg. Dann geht es hier zu den Wölfen und Schweinen, beziehungsweise Schwein, Wolf und dann noch zum Rothirsch, wenn wir mal der Reihenfolge der Klassen folgen. Ich habe hier noch die Duftstoffe mal mitgenommen und dann sind wir damit eigentlich komplett ausgestattet. Wenn mich nicht alles täuscht, callt hier gerade schon ein Reh. Und das hatten wir ja tatsächlich auch bei unserem ersten Aufenthalt hier auf dieser Map ganz, ganz wild. Jede Menge Rehe, gerade auf diesen Feldern hier, gerade in diesem Bereich. Und davon gibt es ja in der Anfangs-Area jede Menge. Diese einfachen Felder. Der Wind sagt allen, geh genau in die Richtung. Was sagt die Map? Die Map sagt, eigentlich keine schlechte Idee, hier ist wahrscheinlich die nächste Base. Dann gehen wir da mal hin, wa? Und da haben wir schon direkt einen Warnruf hier auf der rechten Seite. Wir laufen hier gerade ganz normal hier hin. Ohne irgendwie besonders zu schleichen. Vielleicht hinter diesem kleinen Wall. Männlich. Kleines Reh. Wir gehen mal so ein bisschen in die Richtung. Gucken wir mal. Ja, das ist natürlich hier eine Area, die gar nicht so sehr schmeckt, muss ich gestehen. Diese, was sind das hier? Diese Lavendelfelder oder was das hier sind, die sind ja übelst groß, dicht und undurchblickbar. Ein wildes Dickicht. Und das Schlimme ist, wenn wir hier stehen, sind wir ja komplett sichtbar. Also es bietet uns überhaupt keine Tarnung hier. Aber die Viechers, die rennen hier, die sind hier alle drin. Ist das Lavendel? Könnte sein, ne? Ja, keine Chance, hier irgendwas zu sehen. Also der Ruf war deutlich aus der Ecke hier. Höchstens so hier, ne? Wenn man dann immer hier durchschaut. Aber das ist ja auch mehr schlecht als recht. Da hinten sind zumindest Spuren. Na, guck mal an. Ja, wie gesagt, ideal ist anders. Was man natürlich machen könnte ist, wenn man hier schon Spuren hat, dass man dann versucht, von einer sicheren Position aus, so wie hier, dass man dann versucht zu callen. Aber auch hier bin ich nicht sicher. Der Baum bietet gar keine Deckung.
Das ist ja der Hammer. Was ist das denn für ein Gestrüpp? Okay, sowas ist natürlich mies. Wenn solche Bäume auf manchen Maps nahezu 100% Schutz bieten und hier auf der Map jetzt gerade gar keinen Schutz, ist das natürlich richtig mies. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Wenn wir sie haben, haben wir die Möglichkeiten, natürlich hier so ein Tripod, so einen Hochsitz aufzustellen. Nachteil, dieser Hochsitz verscheucht immer wieder gerne. Und wenn wir jetzt hier schon eine Location haben, wo sich ein Tier ja quasi schon geäußert hat und hat gesagt, Alden, da ist irgendwas irgendwas nicht so ganz richtig, Warnruf, dann ist es natürlich besonders schwierig zu sagen, oh geil, Alter, jetzt stellen wir hier nochmal dieses laute Gerät hier hin, weil das ist beim Aufbauen wirklich laut. Andererseits hat man von hier aus jetzt natürlich eine mega geile Übersicht, ne? Da sehen wir jetzt tatsächlich von hier aus auch, dass es das Reh war. Ja, also aus diesem Winkel sollte man nicht meinen, aber es ist tatsächlich doch ein deutlicher Unterschied. Gar nicht schlecht, ey. Gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz immer noch super schwierig, hier diese Area überhaupt was zu entdecken. Und wenn hier irgendwas drin liegt, keine Chance, ey. Keine Chance. Wir konnten mal ein bisschen callen. Wir probieren es mal so. Ja, ich call hier gerade rum. Und was haben wir hier vorne? Kommt einfach hier angerannt, ey. Auf 30 Meter ist das der Hammer, Alter. Auf 30 Meter mit dem Bogen. Wir gehen auf 20. Abwarten, dass es kurz stehen bleibt. Gleich im Mief. Gleich ist es im Mief. Ich hoffe, dann steht's. Ja. Und dann haben wir's. Ist tricky. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Und einen haben wir da vorne noch. Wir callen direkt noch mal ein bisschen weiter. Da ist er. Auch mitten im Mief. Ja, ja. 45 Meter. Genullt auf 40. Markiert. Mitgenommen. Alter, ohne Scheiß, dieser Bogen mit diesem Visier, ne? Ist so mega gut. Ganz, ganz, ganz krass. Und wie krass man auch tatsächlich die Rehe auf einer Area, die ja komplett dicht war, überhaupt nicht zu erkennen war, zack, doch nochmal zwei Rehe gecallt. Nicht schlecht. Die sammeln wir mal eben ein. Na, da haben wir auch direkt das erste von oben runter. Das erste Reh direkt erwischt im lilanen Bett. Zack, gelegt, mitgenommen. So, dann haben wir hier vorne direkt das nächste. War auch nicht so wirklich weit weg. Ist das hier die passende Area dazu? Und direkt auch die Trophäe aufgehoben. Schön, beide Lungen durch. Jawolski etwas erhöht. Leicht steiler Winkel, leicht spitz. Und ja, alles richtig gemacht. Auch das mitgenommen, 46 Meter. Kann sich sehen lassen. Alter. Die Wölfe sind los. Beim letzten Mal, weiß ich noch, waren wir hier mit einem fetten Revolver mit dem Herrn Sundberg unterwegs. Der hat uns den Arsch gerettet. Aber jetzt mit dem Bogen auf Wolf? Das nächste Reh. Close. Ich schleiche näher ran. 60 Meter entfernt. Ei, 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 ei. Wir sind hier gerade an den Eichenwäldern. Und dann dachte ich mir gerade, Alter, das ist doch irgendwas Braunes. Sehr gut. Okay, wir haben hier vorne das Reh.
Wir sind einigermaßen getarnt. Die Frage ist, ist da noch jemand anders? Ist da noch ein weiteres Reh, was interessanter ist als dieses einfache Level 1 Trivial-Reh? Auf die Range hier. 40 Meter. Man hört schon Snacken wieder. Ich glaube, da ist nichts anderes in der Nähe. Okay. Siehst du, gerade geschossen und dann kommt von hinten das nächste Reh mit dem nächsten Brunftschrei. Wird das so eine Folge wie bei der allerersten? Was hatten wir da? 10, 12 Rehe auf den Feldern. Das fängt ja schon wieder ganz, ganz wild an hier. So, dann gucken wir doch mal, wie wir da getroffen haben. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Beide Lungenflügel. Zap, zarap, beides mitgenommen auf 35 Meter. Passt. Und es geht weiter. Und es geht weiter mit den Rehen. Wir laufen die ganze Zeit nur in eine Richtung, nur zu einer neuen Base. Und hier kommen ein Reh nach den anderen. Hier kommen die Rehe wie am Fließband. Da hinten das letzte. Eine leichte Anhöhe hoch und es geht sofort weiter. Sensationell. Mal gucken, ob wir da nicht auch nochmal was Männliches kriegen, denn bisher waren hier nur die kleinen Weibchen unterwegs. Aber mal so ein stattliches Rehgeweih wäre doch nicht schlecht. Und hier vorne, close, zwei Stück. Wir sind ganz nah dran. Einmal. Zweimal. Verdammt. Glück gehabt, Alter. Heieieiei. Das sind auch immer so Situationen, die du mit dem Revolver vielleicht noch hinkriegst, aber mit dem Bogen, bis der nachgelegt hat und dann gespannt hat und alles. Ei. No way. Ah, waren aber auch beides nur in Anführungszeichen wieder Weibchen. Wahnsinn, was jetzt, ja, ruft doch mal, was jetzt hier gerade wieder los ist, ne? Wie viele Rehe hier auf der Map sind. Und hier oben auf der ganzen Area, ich scanne das hier die ganze Zeit auch schon, nichts. Weite Area, nichts zu sehen, karg und kahl. Was ist da oben? Eine Burg oder was? Ah, guck mal, einen Aussichtsturm haben wir hier. Na, guck mal. Ich bin noch gar nicht weit gekommen. Jetzt guckt ihr das mal an. Ich wollte heute richtig schön Strecke machen, ein bisschen die Map erkunden. Alter. Bei den ganzen Rehen hier, da kommt es ja zu nix. Close. Und ein Wolf. Ihr wollt mich doch verkohlen hier. Warum? Jetzt rennt hier ein Wolf einfach rum. Stufe 6 auf 80 Meter. Den interessiert gar nichts. Den interessiert einfach gar nichts, den Wolf. Aber der Wolf ist aber tricky mit dem Bogen, ey. Was ist denn mit dem Wolf? Jetzt macht er einen Warnruf. Okay, das ist gerade ein bisschen wild. In dem Moment, wo ich komplett leise bin und nur noch calle, kommt er an mit dem Warnruf. Auch beim letzten Mal war das mit diesem schnarchenden Wolf irgendwie schon sehr, sehr wild.
das letzte Video von Quattro Colinas war also wirklich anders wild mit den Wölfen. Falls du es nicht gesehen hast, lohnt sich. War wirklich gut, ey. Und jetzt, naja, bestätigt sich ja fast der Eindruck, dass die Caller irgendwie eine Macke haben. Haben die eine Macke? Kann das sein? Knapp am Herz vorbei, beide Lungen. Das nächste Reh. Nächstes Reh. Nächstes Reh. Es ist einfach zu wild hier. Es ist einfach zu wild. Auf 20 Meter. Abwarten. Das war ein bisschen schräg. Ne, es war eher am Hals getroffen. Oha. Beim Einsammeln von dem einen sehen wir direkt das nächste. Es geht wieder so los wie beim ersten Mal. Man rennt von dem einen Reh in den Spot zu dem nächsten Reh. Sehr, sehr wild, oder? Also wenn man Rehe schießen will, Quattro Colinas Main. So, eben mitgenommen. Ja, das ist der Grund. Nur die Wirbelsäule leider getroffen. Da geht mehr. Ich call schon mal. Denn da vorne lag ja der nächste Kandidat und interessiert sich für nichts. Wir könnten auf 40 Meter genau reinschießen. Wir testen das mal. Passt. Tja, und dann haben wir es auch hier liegend erwischt. Ja, direkt durch die Lunge von oben runter. Perfekt. Auch mitgenommen. Easy. Auf 41 Meter. Perfekt. Wow, 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 wow. Und es ist genau in meinem Mief drin. Die Wildsau. Männlich, Stufe 2. Kriegen wir den vielleicht noch gecallt? Und der Pfad war gepflastert von Rehen. Rehe, Rehe, Rehe. Das eine Wildschwein gesehen, den Wolf gesehen, aber mehr auch nicht. Nur gesehen, das Wildschwein war einfach... Attacke Kniegas, hat sich direkt verdrückt. Leider nichts anderes mehr gesehen und es war auch nur ein Wildschwein, was auch sehr selten ist. Keine anderen Spuren in der Nähe. Ja, schade. Heißt also, wir müssen uns weiter auf die Suche machen. Vom Wind her müssen wir mal schauen. Theoretisch müssten wir jetzt hier irgendwie hoch oder hier rüber und gucken, ob wir da irgendwie in diese Area kommen. Aber da spielt der Wind gerade nicht so richtig mit. Von daher würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Und dann hoffen wir auch beim nächsten Mal auf nicht ganz so viele Rehe. Reh ist zwar ganz nett, kann man auch schön sneaky immer wieder gerne schießen. Aber um mal so ein bisschen Action zu haben, braucht man was anderes. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal.